Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 38. Folge zu Alex. Sie musste sich ja auf den Typen einlassen. Ich bin immer noch auf der Suche nach Duke, um zu wissen, was er mit der Bombe vorhat. Wenn du deine Griffel bei dir lässt, kriegen wir auch keine... Okay, wen beschützt sie hier? Wer ist das? Okay, du hast 30 Sekunden. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby! Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich hab von dir gehört, du bist Nasty, die Schwester von Duke Nasty. Ich hab von dir gehört, du bist Nasty, die Schwester des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen, ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Man sagt, du bist gut. Man sagt, du bist gut. So, so, sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erklär ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Hör zu, du bist vielleicht ein cooler Typ, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit, okay? Also verzieh dich! Mach das ja nicht nochmal! Fantastisch! Okay. Zu viele Menschen, oh Gott! Hey, bleib mal stehen! Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Dein Spielzeug? Dein Spielzeug? Ja. Er ist mein Eigentum. Und mehr musst du auch nicht darüber wissen. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig. Und prügel den Gefangenen Respekt ein! Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Wie stehst du zu Duke? Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Nein. Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, dass er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Männer. Einfach erbärmlich. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja,
Wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Okay. Viele Wachen. Wäre blöd, wenn ihr die Bombe hochgehen würde. Bei diesem in mitleidenden Gebilde handelt es sich um einen Flakturm. Einen was? Ein Flakturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv und im Nutzen fragwürdig. Aha. Ein kleiner gelber Stein. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Das ist auch nicht Duke, Digga. Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Du bist zweifelslos der Boss hier. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin. Ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Ah ja. Wie steht es um Verhandlungen mit anderen Fraktionen? Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden. Gib mir einen Job. Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe,
Das war deutlich. Ich übernehme den Auftrag. Ich übernehme den Auftrag. Ja, aber lass dir nicht zu viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Okay. Ich würde gerne die Questline machen, ne? Mit dem Big Bang. Alles muss man selber machen. Okay, wir haben tatsächlich wieder einige Quests, kann man sagen. Ja, gehe ich mal kurz runter, mache Beine. Ich kann ja den einen von Frank gerne abhaben. So ein Beinchen. Joho. Hey, mach Eier. Der Dude sagt, ich soll dir Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Hm. Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Hm. Lass mal überlegen. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Hör auf mich zu verarschen, ich poliere dir die Fresse. Hör auf mich zu verarschen oder ich poliere dir die Fresse. Hey, ist ja schon gut. Entspann dich wieder, ja? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist dein Argument. Also mach schon. Was war das? Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Seltsam. Hast du es auch gerade mitbekommen? Ich tue mal so, als ich das ignoriert. Hä? Danke dafür. Hier waren wir schon mal. Dort sind wir dran vorbeigelaufen.
War das jetzt, wahrscheinlich wegen meiner... Das ist wahrscheinlich jetzt wegen meiner Kälte, oder? Hat das jetzt irgendeinen Effekt ausgelöst, oder was? I have no idea. Habe ich irgendwas Besonderes, was ich lernen möchte? Kurz mal nachschauen. Immer gut. Aber... Scheint nicht so zu sein. Na gut. Es dauert, glaube ich, eh noch, bis wir am nächsten Pünktchen ankommen. Das ist das nächste dran, oder? Nee, ist gleich da vorne. Diese Kuppel. Ich fühle mich unsicher über den Bau des Big Bang. Ich will aber definitiv noch die anderen Nebenquest-Scheiße machen. Wie das Proviant für den einen wegbringen und... Den einen sagen, dass sie am Tor brauchen. Ich meine, ist sie trotzdem XP, die ich bekomme, ne? Also. Einfach verdiente XP. Ich springe einfach doof rein, heb's auch raus. Das ist mein Plan. Das hat eigentlich immer gut funktioniert. Voila. Das bleibt nicht ungestraft. Lass nach hier unten zuerst gehen. Das dauert länger. Zum einen können wir uns dann einfach hochteleportieren, deswegen. Das ist eine große Bombe. Reden wir von einer Atombombe? Wir wissen, dass sie groß genug ist, Land zu zerstören. Ein ganzes Land zu zerstören. Daher nehme ich an, es ist eine echt große Bombe, aber keine Atombombe. Energiewaffe werde ich jetzt bewusst nicht nutzen. Vor allem gegen Monster, die so oder so ein Level über mir sind. Ich habe hier ein echt kritisches Problem. Ich weiß leider nicht, wo dieser Müllbehälter steht. Okay. War irgendwo rechts von mir. Ich werde hier, wie auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Also ich würde sagen, ich würde einfach mal den Weg wie immer ohne euch bestreiten, weil das glaube ich noch bis zu 5 Minuten dauern kann. Und somit bis zur nächsten Folge.